Diese Frau überlebte ein Flugzeugunglück als einzige Person und stellte dabei den Rekord für den längsten Fall ohne Fallschirm auf. Lass es mich erklären. Am 26. Januar 1972 sollte die 22-jährige Flugbegleiterin von Stockholm nach Belgrad fliegen. Nur durch eine Verwechslung aufgrund von gleichen Vornamen musste sie an Bord der Maschine. Eine Stunde nachdem die Maschine gestartet war, explodierte eine Bombe im Gepäckraum. Die Maschine zerbrach in der Luft und stürzte ab. Jedoch überlebte die Frau als einzige von 5 Mitgliedern der Crew und 23 Passagieren. Doch wie überlebte die 22-jährige Stewardess das Attentat? Die Frau wurde im Heck der Maschine von einem Küchenwagen begünstigt eingeklemmt und der Aufprall durch Bäume und Schnee gedämpft. Ihr extrem niedriger Blutdruck soll dazu geführt haben, dass ihr Herz beim Aufprall nicht zerriss. Doch wie hoch war ihr freier Fall? Laut der Staatssicherheit stürzte Vesna Vulovic ohne Fallschirm aus einer Höhe von unglaublichen 10.000 Metern.